vielleicht liegt es ja an unserer westdeutschen Sozialisation. Hier sitzen ja nun drei Wessis, auch wenn wir jetzt quasi in ganz Deutschland oder im Osten sogar arbeiten. Sie wohnen mittlerweile in Potsdam, Sie wohnen in Erfurt. Ich bin gebürtiger Westberliner, wohne sogar noch in Westberlin, habe aber auch zwischendurch mal in Brandenburg, also in Potsdam, gelebt. Ist das so unsere Sicht, was Sie gerade eben auch gesagt haben, dass wir sagen, automatisch Amerika, ich meine, ich bin Altarias-Mitarbeiter, insofern, na klar, sowieso mit den Amerikanern eng verbunden, aber ist das bei uns Wessis, sage ich mal, einfach so, dass wir automatisch auf der amerikanischen Seite stehen? Ich glaube das nicht. Ich bin im vergangenen Jahr in Polen, in Ungarn und in Kroatien gewesen. Und da rede ich nicht nur mit Politikern oder Medienleuten, sondern da sitze ich abends in der Kneipe mit Leuten zusammen, unterhalte mich. Und ich frage dann immer bei solchen Gesprächen, ich sage, klar, EU ist Wohlstand, NATO ist Sicherheit, aber fühlt ihr euch als Westen? Und ich treffe da Leute, die völlig begeistert sind, dass ihr endlich zu Europa, das würden wir heute als europaskeptische Menschen gar nicht so sagen, die völlig begeistert sind, dass sie zum Westen gehören, zu Europa, dass sie mit den Amerikanern befreundet sind. Und dann komme ich nach Ostdeutschland und ich denke, das ist hier ist Stockholm-Syndrom. Ja, ich meine, wir haben doch in Ostdeutschland die 28 Jahre Teilung, die Mauer, stachelnde Volksaufstand niedergewalzt. Ja, und wir konnten uns als Deutsche insgesamt von 1945 bis heute immer auf die Amis verlassen. Immer. Die machen auch nicht nur schöne Sachen, aber ich sage aus der Sicht von Deutschland, also wie man heute sagen kann, die Amis müssen ja alle weg und Putin ist unser Freund, dessen Leute da jeden Tag Städte bombardieren. Ich kann das nicht nachvollziehen.